hier ist Ronja und wir bauen heute etwas zum Thema Baumhaus. Tops ist leider nicht dabei, Baumhaus, weil Tops ist im Urlaub und richtig. Baumhaus. Okay, ich sag, wir bauen einen dicken Stamm hier mal. Oh, das ist wichtig für die Stabilität von Baumhäusern. Wusstest du das? Ja, ja, ja. Du musst wissen, du hast es mit einem Profi zu tun. Ich würde das so machen, so wie ein Plus, mehr oder weniger. Plus. Aber da ist eine Lücke. Oh, okay. Nein, ist okay, lass es. Ah, okay. Ja, okay. Du machst es höher, oder? Und die Wurzeln irgendwie. Genau. Okay, du machst die Wurzeln, ich mach das Hochbauen. Das krieg ich. Okay, Ronja, schau mal. Ich zeig dir jetzt, wie man Baumhaus baut. Ich weiß, du bist Baumhausprofi. Ich bin Baumhausprofi. Ich habe früher viel die Baumhausprofis geguckt. Okay. Das ist ja. Wollen wir auch so ein Baumhausprofi-Haus bauen? Ja, bitte. Ich meine, das wird wahrscheinlich viel Zeit in Anspruch nehmen. Aber okay, unser Baum ist viel zu symmetrisch. Das ist überhaupt nicht gut. Ja, der Baum darf nicht symmetrisch sein. Dinge in der Natur sind selten symmetrisch. Wusstest du das? Habe ich gelernt, bei den Baumhausprofis. Wir kriegen das hin. Okay, hoffe ich für dich. Gut, wir können auch wieder so machen, dass da so Ranken rauskommen. Okay, das finde ich gut. Oh ja, das ist nice. Du machst es schön. Danke. Ja, warte, ich baue jetzt das ein bisschen. Hattest du früher ein Baumhaus? Ich hätte gerne eins gehabt, aber ich hatte keins. Wir hatten noch keinen Baum in unserem Garten. Wir hatten kurz einen Apfelbaum, aber dann wurde der gefällt, weil unsere Nachbarn eine Hecke wollten oder sowas. Weil die Holz brauchten. Da waren sogar Äpfel drauf. Weil im Winter einem kalt wurde. Ja, das war der Grund. Feels bad. Mein schöner Apfelbaum. Ich war traurig. Ich mochte den gern. Okay, warte mal. Ich baue jetzt hier wirklich wunderhübsche Verästelung, um die Basis für ein Baumhaus zu bilden. Es sieht okay aus. Okay, wir sollten nur schauen, dass wir wegen Zeit und so weiter. Ja, richtig. Aber guck mal, wir haben noch 5 Minuten. Es ist ja wichtig, dass man erstmal ein Fundament schafft. Hey, du baust schon wieder meine Sachen ab. Nee, Florian. Ich verbessere. Mach's nur nicht senkrecht nach oben. Ich glaube, das passt nicht so gut. Ja, aber was ist, wenn der Baum senkrecht nach oben wachsen will? Du kannst dem Baum doch nicht vorschreiben, wie er zu wachsen hat. Hallo? Alles klar. Ja. Das ist ein sensibles Thema, okay? Bei vielen Sachen lasse ich dich einfach machen, aber nicht beim Thema Baumhaus. Das geht mir zu weit. Da ist meine Grenze, okay, meine persönliche. So, ich baue jetzt hier diese Hängedinger runter. Für Optik und Schönheit. Für Optik. Okay, ich hatte früher auch ein Baumhaus mit, kein richtiges, aber bei meiner Oma, die hatte so einen halben Baum, wo man normal so geklettert ist. Wir wollten mal ein Baumhaus bauen, aber irgendwie wurde nie wirklich was draus. Das ist unlucky. Ich habe gehört, dein Bruder hat jetzt ein schickes Baumhaus. Ja, Julian hat eine übelst nice Base in einem Baum drin. Übelst nice Base. Ja, aber die wurde schon geraided ein paar Mal, also. Oh nein. Deswegen. Aber er konnte sie recovern. Ja. Das ist schön zu hören. Das freut mich. Okay, vielleicht sollten wir langsam mal mit dem Haus anfangen. Vielleicht hast du... Ja, ich mach schon ungefähr so. Oh, du machst schon, okay. Ich baue hier weiter grün. Es ist wichtig, damit man erkennen kann, dass es ein Baum ist. Dass man da viel Grün Richtig. Hat. Als Experte ist das meine professionelle Einschätzung. Ja, in deiner professionellen Baumhaus-Profi-Karriere. Okay, weißt du, ich höre da Ironie raus und es gefällt mir überhaupt nicht, mein Freund der Sonne. Überhaupt nicht. Ich würde sagen, wir bauen es nur so auf der Seite. Warum? Okay, würde ich ja was zu sagen. Okay, meinetwegen. Ja, vielleicht, wir müssen nicht alle Äste nutzen. Oh, ich würde gerne, weißt du was, vielleicht, okay, nee, ich muss nachher mit meiner Katze zum Tierarzt. Aber vielleicht gucke ich mir nachher noch eine Folge Baumhaus-Profis an. Nee, vielleicht gucke ich mir noch eine Folge an, weißt du, es ist immer schön. Die sind jetzt in der 7. Staffel und ich bin überzeugt. Ey, guck mal, ich finde das eigentlich ganz cool, was sie hier machen. Ja, ich finde es auch schön. Ich glaube, unser Baumhaus hat hier Potenzial. Schau mal. Ja, das wird richtig gut. Ich glaube, die Leute haben sowas noch nie erlebt. Die wissen gar nicht, wie ihnen geschieht, wenn die unser Baumhaus sehen. Wir sollten nur wirklich, glaube ich, irgendwie, du weißt schon, ein bisschen Baumkrone auch dazu machen. Nein, das brauchen wir nicht. Ich meine, Baumkrone spam hier einfach ein bisschen. Okay, ich spam hier einfach ein bisschen. Und dann mach ich noch diese Runterhänger. Ich habe Runterhänger schon. Ja, ich baue mehr davon. Ich hänge doch schon runter. Genug. Mach den gesamten Baum. Ich baue ja das Haus und mach du ja den Baum. Ich mach den Baum. Keine Sorge. Ich sag, das wird der Sieg. Ich sag auch. Weil ich glaube, unser Baumhaus hat wirklich viel Potenzial nach oben. Also. Oh ja. Ich glaube, die Leute werden das sehen und werden sagen, oh mein Gott, ich wünschte, ich hätte das gebaut. Aber du musst auch Glas noch verbauen, okay? Damit man wirklich sieht, dass es ein gutes Baumhaus ist. Ich schau nur gerade, weil wir haben gerade ein bisschen Zeitdruck. Okay. Ja. Gut. Kann man hier Ranken bauen? Warte mal, geht das? Schau einfach, dass du genug Blätter mal hast, okay? Ja, meinetwegen. Ranja! Ja, es ist kreative Freiheit hier. Ich lass mir hier nichts vorschreiben, du bist nicht meine Ma.
Achso, ja, eine Leiter ist gut. Unser Baumhaus wird gut. Ich sage auch, unser Baumhaus wird gut. Ich habe auch nie was anderes behauptet. Unser Baum ist wunderschön und prächtig. Prächtig? Was denn sonst? Was? My teammate left you rank trained. Was? Schreib deine Hinche. Ich schreib den Chat aus. Aus offensichtlichen Gründen. Ja, einer hat nämlich geschrieben, dass sein Teammate geliebt ist. Oh nein. Jetzt ist er traurig. Oh nein. Guck mal, der Arme. Der ist bestimmt... Der baut das was wie Tups. Der baut jetzt einfach alles mit so Holz zu. Pistons oder Portale oder... Feuer. Feuer. Den kann man nie genug haben von. Bisschen Feuer, also... Spricht ja nichts gegen, oder? Kann man ja mal machen. Ich sag, das sieht nice aus. Hey, ja. Sehr eine Minute noch. Leather. Okay, weißt du was? Ich mache jetzt hier ein bisschen, bauen wir ein bisschen Gras unten. Damit wir ein bisschen Szenerie haben auch. Vielleicht spawne ich jetzt noch ein, zwei Bäume. Nur so, damit unsere Gesellschaft hat. Ja, man kann Blätter, man kann Leiter in der Luft hängen lassen. Das ist schön. Okay, warte. So. Obwohl, nee, ich würde nicht noch mehr Bäume spawnen. Das sieht wirklich gut aus. Aber ich glaube, wir brauchen helleres Glas, oder? Oder warte mal, können wir Innenausstattung noch machen? Ich glaube, es passt. Schau mal, unser Baum ist unsere Tür. Wir brauchen keine Tür. Wir haben hier so eine Ding. Wunderschön aus. Ja, ich würde aber hier noch was reinmachen. Es ist ganz schön dunkel hier drin. Das finde ich nicht schön. Okay. Mhm. Immerhin. Können wir ein Bett reinbauen? Stimmt, Bett. Ah, Doppelbett. Ja, guck mal, ist gar nicht schlecht. Die Leute werden es mögen, sage ich, wenn sie es sehen und nicht nur den Baum sehen und sich denken. Okay, ich hoffe mal. Nanu. Ja, das ist wunderschön. Ohne Mist, das ist richtig hübsch. Okay. Oh nein, der hat so ein Dings gebaut. Ich dachte gerade, das wäre unseres. Ich dachte, wir hätten unique irgendwas. Weißt du ja, was? Ich gebe okay. Ich gebe ihm gut. Ich weiß nicht, was diese Farben da sind. Ich mag nicht, dass es so dunkel ist. Ja, dieser Spiralaufgang, der wird, glaube ich. Das ist aber nur. Ich finde das nicht so gut. Ich finde das andere besser. Okay. Wo ist denn das Haus? Ich sehe das Haus nicht. Also, ah, hier, oh Leute. Ja, aber da kommt man nicht hoch, also deswegen kacke. Okay, gebe ich mal. Wow! Das sieht wirklich nicht schlecht aus, oder? Ich meine, wow, guck mal. Wie machen die anderen, dass das so richtig grün ist, das Gras? Oh, kein einziges ist reingeflogen. Oh nein. Oh, guck mal. Nee. Weißt du was? Nö. Finde ich nicht gut. Ich gebe einen Kacker. Im Vergleich zu den anderen, okay, die es schon gab. Okay, wegen dem hier bei dem einen. Nee, das finde ich nicht gut. Der hier... Oh nein, der ist noch schlimmer. Oh, okay, der Kacker. Also, sorry, aber der ist... Uff. Der ist echt bad, sorry. Der ist wirklich bad. Okay, Pixel Pixel Art. Oh, hä, wie hat denn eine halbe Tür hier? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Okay, der hat ja einfach nur viele Bäume gespawnt. Ich finde, das Haus selber ist nicht so die gut. Die haben selber keinen Baum gebaut. Deswegen kacke. Ja. Ich sag okay. ich hab ihm okay gegeben. Guck mal, der hier hat's versucht. Aber der hat auch einfach... Wo ist denn der Aufgang? Ich sehe nicht, wie man in dieses Haus rein soll. Also, es geht auch nicht von unten hoch. Oh nein, jetzt habe ich... Der kommt von unten rein. Okay, der hat einfach eine Box. Warte, vielleicht ist ja die Innenausstattung gut. Guck mal, der hat's versucht. Ich geb ihm okay für die Innenausstattung. Ja, okay, der war ganz gut. Platz. 9. von 10? Wirklich, waren wir so schlecht? Nee, die Leute sind einfach rigged. Okay, Vogel. Was ist denn dein Lieblingsvogel, Flo? Hattest du mal einen Vogel als Kind? Ich habe eine geile Idee, was wir bauen können. Okay, das ist gut. Ich nehme mich nicht. Einen Angry Bird. Oh, ja, das ist wirklich eine gute Idee. Wie willst du den bauen? Wie, wo setzt du an? Okay, warte. Also, allererstes, ja? Ich vorschlagen. Kannst du die Schweine bauen? Die grünen? Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst. Ich versuch's, okay? Ich bin mir gerade nicht sicher, wie die aussehen im Kopf, deswegen ist es jetzt vielleicht... Einer schreibt in den Chat, Chaos 40, love your diss track. Love your diss track. Okay, nice. Komm, ich glaub, so sieht das aus, oder? Ja. Warte, müssen die Schweine da drauf? Nee, das ist die Angel. Du musst so ein Holzhaus oder sowas bauen, wo die drauf sitzen. Okay, warte mal. Das sieht doch immer halbwegs wackelig aus, was die da haben. Ich baue das jetzt aus Birke und so ein bisschen... Naja. Weiß schon. Wackelig. Wackelig. Naja, halt wackelig. Ist doch klar. Ich glaube, ja, das kann ich jetzt nice werden. Schau mal. Wenn ich dann so mach. Mhm. Oh! Okay. Dann mach ich so den hier.
Dann mache ich jetzt ich sag, das können wir holen. Ich sag, das können wir holen. Meinst du? Meinst du, wir haben eine Chance? Ich weiß es nicht. Ich glaube, es ist ein schwieriges Thema. Und irgendjemand baut bestimmt so einen richtig hübschen Vogel und dann ist es vorbei. Ja. Oh, nice. Okay, warte mal. Weil ich glaube, das Schwein zu bauen ist einfach eine blöde Aufgabe. Und ich glaube, das kriege ich nicht gut hin. Bin ich ganz ehrlich. Ey, der ist unten zu gelb, oder? Ist der gelb? Ja, aber ich kann dann... Also der... Nee, der ist weiß, oder? Angry Bird? Du weißt, warte mal. Ich probiere jetzt mal was, okay? Ich weiß nicht, wie ich die Schweine bauen soll. Nein! Einfach das... grün. Ja, pff. Sieht doch nicht aus wie ein Schwein. Blöd, Mann. Hey! Einfach grün. Das bringt überhaupt nichts. Ich will nicht, dass es aussieht wie Pixelart. Aber es wird wahrscheinlich aussehen wie Pixelart. Nur das sind hier... Okay, bald bauen wir mal das Haus, okay? Ich baue hier kein Haus, die sind auf so einem Gerüst nicht in einem Haus. Hast du nur die Angry Birds? Das ist ein Gerüst. Moment, mach vielleicht so ein Gerüst schon mal. Dass du so ein X machst, weißt du, was ich meine? Na. Ja, ich weiß, was du meinst, aber ich weiß nicht, wie. So? Wie das schön wird. Ja, aber okay, du musst bedenken. Ich baue gerade das Schwein, okay? Ich baue dir das, warte, schau. Okay. Pass auf, ich baue hier ein wunderschönes Schwein. Ich mach dir den Hausansatz und du kannst das Schwein draufbauen, glaube ich. Ich baue das Schwein noch. Siehst du es nicht? Das ist doch gut. Ja, gut. Wird nämlich ein schönes Schwein. Nur, dass das, ne, klar ist. So, vorsichtig. Wie machen wir denn das? Ich nehme mal hellgrün, einfach für ein bisschen Kontrast. Das sieht dann bestimmt auch schön aus. Du musst nur die Schnauze gut hinkriegen. Ja, ich kann sie mit schwarzen Dingen machen, warte, schau mal. Ja, ha, ja, ich bin dir schon weit voraus. Das sind übrigens die Arme. Okay. Das sieht nicht aus wie ein Schwein. Das sieht überhaupt nicht aus wie ein Schwein. Mist! Ich bin überhaupt nicht weit voraus. Bau doch einfach einen Minecraft-Schweinkopf nach. Ich weiß nicht, wie ein Minecraft-Schweinkopf aussieht. Okay. Ich helfe dir mal. Ich baue hier gerade das Schwein. Ja. Ja, ich bin noch dran. Guck mal, das sieht voll ähnlich aus. Hallo! Ey, es sieht nicht besser aus. Es sieht nicht besser aus. Doch, sieht's. Mach es. Ey, das waren meine Ohren! Achso, die Ohren! Achso, nee, die Ohren sollen hoch! Ich dachte, der guckt in die Richtung. Nee, der guckt auch in die Richtung. Ich hab's nur falsch gemacht. Mach, dass er in Richtung von meinem Angry Bird guckt. Nein, der guckt... guck mal, du guckst immer von vorne auf das Spiel, ja? Nein. Du guckst von vorne auf das Spiel, okay? Und dann ist links der Angry Bird und dann ist rechts das Gehäuse und dann kommen da die Schweine drauf und die gucken dich an. Das ist ja wohl richtig. Warum lachst du? Ich lach gar nicht. Warum lachst du? Was war's? Ja, ich weiß auch nicht, was du meinst. Hä, das ist ein Schwein, das sieht man doch. Das ist ein schönes Schwein. Es ist ein schönes Schwein! So, das kriegt jetzt noch so eine Zunge, die raus. Sieht gar nicht aus wie ein Schwein! Ein bisschen! Nein! So, er kriegt noch Arme. Das hier, so. Hey, das ist die Zunge, du kannst. Nee, machst immer meine Sachen kaputt! So nein! Flo! Er war glücklich! Jetzt hast du. Nein, ich mach's wieder weg. Ich mach's auf Nase. Mach's jetzt wieder zurück. Kannst du nicht immer mal. Das ist die Zunge. Er steckt auf einer Seite so die Zunge raus. Ja, was geht eigentlich? Nee. Also zum Glück erkennt man dein Angry Bird. Weil mein Schwein erkennt man nicht. Ich baue jetzt hier noch weiter Gerüst in den letzten 2 Minuten. Ich baue nicht noch ein Schwein. Das reicht mir hier. Das war mir genug Arbeit. Okay. Da hatte ich wenig Spaß dran. Ich meine, die Idee war gut von dir, aber dann scheiterte es bei einem von uns an der Ausführung, also passiert. Ach, was? Ich meine, nicht jeder. Ich sag, wir holen das. Kann so schöne Schweine bauen. Muss nicht so negativ rangehen. So. Ach, ich gehe doch nicht negativ ran, das wird ein Träumchen. Das weiß jeder. Warte mal, ich baue das jetzt ein bisschen höher, damit wir einen Höhenunterschied haben. Für. Ein bisschen Varianz. Ist das nicht auch gut? Warte mal. Warte, ich baue das jetzt schön, okay? Ich baue das wirklich schön. Versprochen. Vielleicht. Ey, wie sieht denn der eigentlich aus? Der ist auch so gelb und also der weiß. Der ist gelb, und, aber der hat so wütende Augenbrauen. Der ist so dreieckig, der eine, den du meinst, oder? Ja, den baust du. Du musst dem Angry Bird noch wütende Augenbrauen machen. Das hast du vergessen. Passiert. Aber... Mach ich doch. Nenn dem Angry Bird, dem anderen. Die sind wütend. Die brauchen wütende Augenbrauen. Das heißt Angry Birds. Ja, nicht ohne Grund. Ich meine, wenn du die Wut nicht siehst, sind sie dann wirklich wütend? Ich denke nicht. Dann sind es nur Birds. Ja, und dann haben wir die Mission verfehlt.
die ja offensichtlich Angry Birds ist und nicht Birds. Okay, so, zack, zack. Das wird nicht gut. So, zack. Ich sag, das ist gut. Das, okay. Das freut mich, dass du das sagst. Einer von uns muss ja optimistisch bleiben. Aha, aha, aha. Ja, ich bin zufrieden. Warte, sammelt man irgendwas bei Angry Birds ein oder muss man einfach nur alles kaputt machen? Gibt's da so Coins? Oh nein, warte mal, wie kann ich was löschen? Weiß ich nicht. Ja, meins ist schön. Ich bin zufrieden. Großer Fan. Machen wir hier Explosionen. Oh, okay. Oh, das ist gut. Das ist gut. Dann wird vielleicht das Konzept klar. Versuch ein bisschen den Frosch zu verdecken. Das Schwein, meine ich natürlich. Es sieht überhaupt nicht aus wie ein Schwein. Es geht! Okay, guck mal, unseres ist als erstes. Was geben denn die Leute? Kann man das sehen? Der eine gibt okay. Einer gibt okay. Wieso gibt der denn Kacke? Epic gibt einer. Einer gibt super Kacke! Er ist mir zu dunkel, das finde ich schlecht. Ich sehe auch nichts, deswegen gebe ich einen Kacke. Ich sehe überhaupt nichts. Wow. Okay, der sitzt hier oben. Der Schnabel ist nicht schlecht geworden. Ich sah's wie ein Pinguin. Ich finde den gut. Hä, nein, das ist doch so ein geiler Ding. Was soll das denn sein? Sollen oh, wahrscheinlich Papagei. So. Oh, das ist ein cute Papagei. Aber die finde ich nicht so schön. Ich geb. Nee, den finde ich hier bestimmt. Nee. Gib okay. Okay. Okay, der hat eine Straße gebaut. Oh, Lord, das ist so eine Dings. Oh, ich weiß, der hat auf diesen Elektro. Oh, den finde ich gut. Weißt du was, dann gebe ich einen okay. Epic. Ich finde die Idee sehr gut und die Umsetzung auch. Das hier sieht aus wie eine Wolke. Das ist der Twitter-Vogel. Das ist doch nicht der Twitter-Vogel. Der sieht aus, als ob der schief ist, als ob der einen Autounfall hatte. Okay, sorry, aber das ist einfach super kacke. Also, es tut mir leid, aber das ist einfach super kacke. Die Hälfte abgeschnitten. Das ist nicht schön. Was soll denn dieses Becken da unten? Was heißt? Okay, ich... Ach, das ist ein Nest. Siehst du hier irgendwo einen Vogel? Ich sehe nämlich auch keinen. Ich sehe jetzt nirgendwo einen Vogel. Ah, der Klassiker! Den würde ich ein Legendary geben. Ey, was ist mit den Leuten hier, die sowas bauen? Ich weiß es nicht, aber guck mal, das muss doch auch viel Zeit und an... Ja, hier, die haben noch so ein Wasserbecken da reingebaut. Oh was mein hat der? Gott. Hat der so ein Phönix oder was? Ja, komm. Komm, dem Alter. Gebe ich. Ein Epic. Der hat es wirklich versucht. Denkt gut. Guck mal! Pixelart! Pixelart! Aber das meine ich mit den wütenden Augenbrauen. Die hast du nicht. Die hat nämlich so wütende. Ich habe die ein bisschen gebaut. Nein, doch. Hast du nicht. Doch, im Nachhinein. Die waren voller Wut. Oh ja, okay. Ja, komm. Ja, okay, dass der gewinnt, ist nur fair. Weil oh, ich hab Platz Chat aus, oder? Ja, ich hab Chat aus. Ja, zweiter Platz mit fast so viel Punkten. Ja. Einfach. Wir sind Zwölfter, oder? Fünfter. Oh. Das war's dann aber auch mit dieser Folge. Leider haben wir heute nicht gewonnen. Man kann nicht immer gewinnen, ja. Also passiert. Punkte, die uns gegeben hättet. Richtig, richtig. Hättet ihr uns den Sieg gegönnt, ja, gegen den komischen. Von 10 Punkten, wie viel hättet ihr uns gegeben? Richtig. Ja, gut. Naja. Ich sag, wir hätten eigentlich gewinnen sollen, aber was soll ja, man tun? Ja, wir sind die Sieger der Herzen. Wir sind die Sieger der Herzen. Kriegen wir einen Daumen von hoch. Daumen von hoch. Daumen von hoch. Richtig, gebt uns einen Daumen von hoch. Macht's gut, habt noch einen schönen Tag. Ciao.